Willkommen zur Jubiläumskatzenvermittlung von Tierheim TV. 3 Jahre Katzenvermittlung. Wir werden euch heute bombastische Katzen vorstellen, die bei uns im Tierheim auf ein neues Zuhause warten. Und Silke, ich habe so das Gefühl, wir fangen mit dem Anton an, der nur gerade von dir, unabhängig davon, dass es natürlich schon wieder mein Beuteschema ist. Anton, erster Kater. 4 Jahre ist der rot getigerte Kater mit weißen Abzeichnungen alt und leicht unkonzentriert und ist seit März bei uns im Tierheim. Der Anton ist fängt ja schon ganz gut. Dann mache ich das heute alleine. Der Anton braucht auf jeden Fall Freilauf, ist, wie man anhand der Bilder sehen kann, ein super Schmusekater. Extrem verträglich mit anderen Katzen. Ja, und frech. Und ist einfach nur süß und lieb. Genau. Da ist er. Und unsagbar gefräßig ist er. Oh, du bist so ein Hübscher. Du darfst auch noch was sagen. Wenn du lässt mich ja nicht zu Wort kommen. Er ist sehr kinderlieb. Ja, und er ist halt wirklich... Ich möchte doch nochmal, ne? Ich möchte auch noch. Und er ist wirklich super verspielt und er ist wirklich überdreht. Man hat das bestimmt anhand der Bilder gesehen. Frech ist er auch. Ja, und die vertragen sich hier alle wirklich super. Also es wäre... Jetzt bist du gebissen. Ja. Und die drei dicksten Freunde sind eigentlich Anton, Peppa, Ann und Ellen. Aber zu Ellen kommen wir später. Da kommen wir später. Jetzt wollen wir ja erstmal den Anton. Aber der Anton ist natürlich ein toller Kater, der einfach nur toll ist. Mhm. Unabhängig davon, dass er natürlich wirklich 100% meinem Beuteschema entspricht. Infos zu Anton bekommt ihr unter der unten eingeblendeten Telefonnummer. Wir machen einfach weiter. Ja, das geht ja und nicht. Passt ja auch ganz gut mit Peppa N. Peppa N ist natürlich viel jünger und zwar 10 Monate alt. Die kleine, auch so eine kleine Freche. Ja. Im Mai 2012 geboren und ist seit April bei uns im Tierheim. Ja. Willst du eigentlich auch mal heute irgendetwas? Du lässt mich ja gar nicht und zum weitere Wort Informationen kommen von meiner herzallerliebsten Silke. Ja, Peppa N ist auch super verträglich. Sie möchte unbedingt eine zweite Katze haben. Sie wäre auch für die reine Wohnungshaltung geeignet und auch für Kinder. Ja, kein Problem. Also wirklich super süß. Eigentlich sind die hier alle super süß. Ja, absolut. Wir haben auch immer die gleichen Texte im Grunde. Super süß, super absolut toll, verträglich Traum. Mit anderen Katzen. Die wissen das mit, die brauchen nicht unbedingt Freigang. Da lebt auch in der Wohnung. Genau, ne? Also da gehen wir von aus, sie wäre in der Wohnung glücklich, wenn sie halt einen entsprechenden Katzenpartner hätte, der genauso temperamentvoll und verspielt ist wie sie. Aua! Peppa N hier unten. Grau-weiß. Grau-weiß. Weitere Informationen zu Peppa N. Seid ihr beiden, also die sind nicht bestechlich, ne? Nein, nein. Überhaupt gar nein, nicht. Nein. Und schmecken tut's auch. Ja, das kann man nicht anders sagen. Weitere Informationen zu Peppa N. Peppa N. gibt's unter der unten eingeblendeten Telefonnummer. Und jetzt wollten wir ja eigentlich den Ellen, aber der ist jetzt komischerweise... Genau, das ist der dritte im Bunde. Die lieben sich wirklich sehr. Also Ellens bester Freund ist der Anton. Und der möchte auch gerne Freigang haben. Der ist 3 Jahre alt, der Ellen. Wo ist er denn jetzt? Da hinten, komm mal her. Komm mal her. Nee, das ist der Göbi. Du verwechselst den schon. Der Ellen sieht ein bisschen aus wie so ein Abessiner. Der ist so ganz fein getigert. Er hat sich jetzt hier irgendwo, weil hier nun einige Katzen in der Animonda Suite sind. Mhm. Man sieht ihn jetzt nicht, aber anhand der Bilder seht ihr es natürlich. Genau. Der ist halt am Anfang sehr unsicher, ein bisschen schüchtern. Braucht unbedingt Freilauf. Braucht auch Freilauf. Während tolles Duo hier, Anton und Ellen zusammen. Und denn der ist auch total süß, lieb und verschmust, wenn er aufgetaut ist. Der ist nicht ganz so überdreht wie der Anton. Da hat man dann noch einen etwas ruhigeren Kumpel. Aber eben auch sehr schmusig. Total, ja. Wenn er auftaut. Genau, er braucht ein bisschen Zeit. Er guckt sich das erstmal ein bisschen an. Aber auch der wäre was für katzenerfahrene, größere. Weitere Informationen zu Ellen, auch wenn ihr jetzt immer nur Anton und Peppa N seht, zumindest bei uns in der Moderation, gibt es
direkt bei uns im Tierheim. Mhm. Und da wir ja heute nonstop alles in der Animonda-Suite drehen, die haben, sag mal, die haben noch nicht zu fressen, ne? Nein, ja. Den ganzen Tag noch nicht. Zumindest jetzt nicht. Mit wem machen wir jetzt weiter? Ich versuche mal, den Göpi herzukriegen. Göpi, Göpi, komm mal hier, Göpi. Da ist der Göbi. Jetzt kommt der Göbi, der graugetigerte Göbi. Ja, da machen wir mal die anderen nach da. Ach so, stimmt, das kann man eigentlich mal machen. Genau. So. Ihr könnt mal nach da gehen. Ihr könnt mal nach da, damit wir hier mal den Göbi kriegen. Genau. Der Göbi ist 4 Jahre alt, jetzt ist er nun auch bei Silke auf dem Arm und ist auch seit April bei uns im Tierheim. Der hatte einen langen Krankenhaus. Nein. Nee, der Halter, der ehemalige Halter hat einen langen Krankenhausaufenthalt, deshalb ist er bei uns im Tierheim gelandet. Genau, deswegen muss der abgegeben werden. Ist aber auch ein Traumkater. Also stattlicher Kater, ja, auch. Riesengroßer Kopf. Und wirklich ein ganz toller Kerl, der ist verträglich, er ist auch ein Freigänger. Er kennt auch Kinder, auch kleine Kinder. Braucht unbedingt. Ja, das ist er gewohnt, das kennt er. Aber du siehst es auch hier mit dem Mang in der Mitte, super verträglich. Vor Hunden hat er ein bisschen Angst. Die faucht er an. Die, ja? Faucht er dann an, ja. Jetzt haben wir, jetzt sind es inzwischen 4 Katzen. Was, das ist jetzt? Das ist der Ellen. Ach, das ist der Ellen. Und da hinten kommt der Bruce. Es ist unsere Jubiläumskatzenvermittlung, ist leider etwas chaotisch. Okay, aber nichtsdestotrotz, weitere Informationen zu Göbi. Wo, ja, da hier, nein, der. Du musst da nicht da hinten lachen. Der Kameramann lacht, weil es so chaotisch ist. Weitere Informationen zu Göbi gibt es auch wieder. Natürlich bei uns im Tierheim. Aua. Das ist der Ellen. Wir machen jetzt weiter mit Missouri. Ja. 2 Jahre alt. Braun getigert. Mit weißen Abzeichnungen. Auch seit 4 Wochen bei uns im Tierheim. Und ihr beißt mich heute alle in die Finger, ne? Ja. Jetzt hast du deinen Auftritt hier. Die Missouri ist ausgesetzt worden von der Tierarztpraxis. Ist eine ganz süße Püppi-Maus. Die ist so... Aber nur als Zweitkatze, ne? Genau. Nicht alleine. Ja. Auf jeden Fall zu einer anderen Katze dazu. Sie, auch für sie wäre die Wohnung ausreichend. Also damit wird sie gut klarkommen. Aber wirklich braucht unbedingt eine zweite Katze. Sie liebt auch andere Katzen, ne? Ja, sie ist im Moment noch ein bisschen überfordert. Ich glaube vielleicht, weil wir zu viel Unruhe hier reingebracht haben. Aber wenn sie so ein bisschen auftaucht, dann ist sie wirklich zauberhaft. Ganz verkuschelt, ganz süß. Ganz süß. Katzenerfahrene Kinder wären auch in Ordnung. Ja. Also wirklich, also eigentlich sind die alle zauberhaft. Ich kann es gar nicht anders sagen. Wir haben heute wirklich, also bei den Hunden schon Glück gehabt, auch bei den Katzen. Und dann sind wir schon bei der letzten Katze angelangt. Das geht heute im Schnellverfahren. Dadurch, dass wir alles in der Animonda-Suite drehen, auch wenn es so chaotisch ist. Und zwar ist das der Bruce. Ja. Der Bruce ist das. Oh, der Bruce ist der kleine Schwarze. Das ist wahrscheinlich so ein Mix aus europäisch Kurzer und Maine Coon. Der ist noch recht jung, also erst vom Oktober letzten Jahres. 6 Monate alt, oder 7 jetzt genau. Auch er ist gefunden worden und er war so ein eigentlich verwildertes Jungtier. Also hat sich anfangs gar nicht anfassen lassen, war sehr scheu über die anderen Katzen. Wird er richtig neugierig und er ist verspielt, aber er braucht halt wirklich erfahrene Leute. Die ihm halt wirklich Ruhe und Zeit und Geduld haben. Verwildert. Ja, er war halt wirklich richtig scheu. Also ist auch jetzt noch, dass er, wenn wir hier reinkommen, sich versteckt. Lässt sich auch nicht anfassen, so. Ne? Also die einzige von unseren 6 Katzen, die man heute nicht hier zwischen uns irgendwo rumwuseln sieht, aber vorhin haben ist wir der mit Bruce. Ihm, ja, aber vorhin haben wir mit ihm gespielt, da haben wir ihn auch aus seiner Höhle locken können. Also, auch nur als zweite Katze, nur ne? Als zweite nicht Katze, alleine. Erfahrene Halter. Und mit einer zweiten Katze dürfte es bei ihm gar kein Problem sein. Infos zu Bruce gibt es direkt bei uns im Tierheim. Und jetzt verlassen wir die Animonda-Suite. So, nachdem wir nun die ersten 6 Katzen vorgestellt haben, wo es etwas chaotischer war, geht es jetzt etwas ruhiger weiter. Und zwar mit der Mala. Die Mala, so ein bisschen schüchtern ist sie ja. Also ich glaube, sie braucht wirklich ein bisschen Zeit, um aufzutauen. Ist 6 Jahre alt. Und ist seit Januar bei uns im Tierheim.
Silke, ja. Jetzt darfst du auch mal was sagen. Ja, sie ist auf einer Terrasse gefunden worden und sie ist wirklich so ein kleines Sensibelchen. Also sie möchte schon Freilauf haben. Absolute Einzelkatze? Ja, eine absolute Einzelkatze. Und sie ist halt wirklich so, sie zieht sich erstmal so zurück, findet das alles ganz unheimlich. Dann macht sie so Tretelfüße und möchte auch schmusen. Man sieht ja, leider kann man das jetzt nicht sehen, jetzt sind es die Schuhe unseres Kameramannes, ja, die beschmust werden. Aber die brauchte wirklich Zeit, um aufzutauen, ne? Ja, und halt auch so Chaos oder so Stress, den wir vorhin verbreitet haben, damit kommt sie nicht klar. Also wirklich ruhiges Zuhause. Jetzt ist er am Treten, schade, dass man das nicht sieht, aber... Aber ja, ruhiges Zuhause und ein bisschen feinfühlige Leute. Und dann ist er auch sehr anhänglich und verschmust. Ja, genau. Du hast also ein gutes Gefühl, wenn man sich da ein bisschen Zeit für nimmt, dann klappt das. Mit der katzenerfahrenen Teenager wären okay, aber es sollten nicht, eben, wie gesagt, nicht zu kleine Kinder, nicht zu kleine nicht Kinder. Nicht zu viel, ne? Trubel. Mhm. Infos zu Mala, 6 Jahre ist sie alt, gibt es direkt bei uns im Tierheim. Aufgrund der Katzenvermittlung vom Vormonat wurden leider 5 Katzen nicht vermittelt. Mhm. Das sei im Einzelnen wären der verschmuste Benji. Ja, das war ja dein Liebling. Und die Charakterkatze, Nico, die ist noch da. Dann die selbstbewusste Herkulinchen, die sucht immer noch ihren ganz speziellen Menschen. Und die ganz ängstliche Honey ist auch noch zu haben. Und die Cassie, unser riesengroßes Sorgenkind vom Vormonat. Guckt also bitte gegebenenfalls nochmal die Katzenvermittlung vom Vormonat an. Jetzt suchen wir Halter mit einem ganz kleinem Herz. Und zwar folgt jetzt der Axel. Axel ist 13 Jahre alt, grau, getigert, weiße Abzeichnung. Silke, warum mit einem ganz kleinen Herz? Also die Leute dürfen natürlich auch ein großes Herz haben, aber er ist halt ein kleines Sorgenkind. Er hat mit seinen 13 Jahren schon Arthrose und muss deshalb lebenslang ein Schmerzmittel bekommen. Das verträgt er aber gut und damit kann er halt auch gut leben. Ansonsten ist Axel nur lieb. Kann man gar und nicht anhänglich. Sagen. Total. Hat man ja, sieht man ja anhand der Bilder. Eine absolute Wohnungskatze. Mhm. Kein Freilaufen, abgesicherter Balkon. Mhm. Wäre natürlich schön. Ja. Also er verträgt sich auch. Also mit einer ruhigen, netten Katzendame käme er auch gut zurecht. Ja, ansonsten ist er gemütlich. Er ist schmusig. Das Essen macht ihm Spaß. Und ja, eigentlich nur tolle Eigenschaften. Man kann gar nichts Schlechtes über ihn sagen. Für den 13 Jahre alten Axel suchen wir, wie gesagt, Halter, Interessierte, kleinen Herz. Infos gibt es bei uns im Tierheim. Ja, dann sind wir schon bei der letzten angelangt. Und zwar ist das die Berena. Die Berena ist 5 Jahre alt, die dreifarbige Katzendame, als Fundtier seit Januar bei uns im Tierheim. Und die weiteren Infos zu der Schrebergartenkatze kommen von dir, Silke. Ja, sie ist halt so eine typische Schrebergartenkatze. Sie hat so den Menschen als Futtergeber akzeptiert, geht einem inzwischen aber auch um die Beine. Hat ja eben auch die ganze Zeit geschmust. Ja, also wenn sie so Vertrauen aufbaut, dann schmust sie auch mit ein. Sie will sich aber nicht bedrängen lassen. Also sie ist schon so, na, sie möchte auch wieder ihre Freiheit haben und ja, sie ist schon so selbstbewusst, was das heißt. Eher eine Einzelkatze. Auf jeden Fall. Sie vertragen sich hier zwar, aber sie hat schon klar die Hosen an. Und sie würde natürlich auch gerne wieder Freigang haben, logischerweise. Ja, und wenn sie sich dann eingelebt hat, dann wird sie auch noch schmusiger. Versprochen. Ehrlich? Ja. Also sie möchte wieder die Freiheit genießen, die Berena. Ja, wir sind am Ende angelangt. Berena-Infos gibt es natürlich auch, wie immer, bei uns im Tierheim. Das war's, ne? Ja, noch die Termine. Hast du im Kopf? Habe ich im Kopf, natürlich. Die nächste, für die Zuschauer, die uns auf H1 sehen, am 21.06. 20 Uhr bis 20.30 Uhr, die nächste Kochsendung. Tierheim TV kocht vegan. Und eine Woche später, am 28.06. 20.15 Uhr bis 21.15 Uhr, die neue Hunde- und Katzenvermittlung und weitere Filme. Das war's, unsere Jubiläumssendung. Wir werden jetzt noch einen Sekt trinken. Jetzt haben wir Feierabend. Jetzt dürfen wir. Ja, jetzt haben wir uns auch noch mal konzentriert. Das jetzt gut zum Abschluss gebracht. Jetzt dürfen wir. Wir freuen uns
Auf euch nächsten Monat und wir, wie gesagt, trinken jetzt ein Säckchen. Bis dann. Tschüss.